Und damit guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin Nils und ich freue mich, dass ihr zu diesem neuen Vlog eingeschaltet habt. Wie ihr es im Titel schon erkennen könnt, fahre ich nach Paris. Ich fahre mit meiner Mitbewohnerin jetzt gleich nach Paris, so als kleinen Städtetrip. Von heute Mittwoch bis Samstag. Samstag früh fahren wir wieder. Und wir machen uns gerade ready. Es ist gerade 3.30 Uhr und unser Zug geht 4.30 Uhr. Ich sehe gerade furchtbar aus, aber it is what it is. Genau. Bevor das Video anfängt, wollte ich nur sagen, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und gerne einen Kommentar schreiben. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten mache ich mich jetzt ready, damit wir dann irgendwann zum Bahnhof laufen können. So, wir sind jetzt nach Stunden in unserem Airbnb angekommen, weil das ist sauschön. Ich zeige euch das jetzt gleich. Unser Vermieter ist sehr, sehr nett und wir werden jetzt wahrscheinlich gleich mal bei uns die Gegend erkunden und einkaufen gehen, damit wir was essen können. Genau, wir sind jedenfalls richtig fertig, weil wir jetzt auch eine Stunde gebraucht haben, um vom Hauptbahnhof hierher zu kommen, weil wir jetzt beim Umsteigen mussten. Aber hey, jetzt sind wir hier und es ist sehr schön hier. Genau, ich zeige euch das jetzt schnell, weil wir dann einkaufen gehen wollen. Okay, also man kommt hier quasi zur Eingangstür rein und hat dann hier schon alles. Hier links ist direkt das Bad. Finde ich sau schön. Ja, echt clean gehalten. Wie eigentlich alles in der Wohnung. Genau, kommt man hier direkt in die Küche. Super schön. Ich mag das einfach, dass das so grau ist und so minimalistisch, ja. Genau. Und dann haben wir hier auch schon quasi das Bett und unseren Tisch und unseren Kühlschrank. Ja, genau. Und dann haben wir da noch einen Teil der Terrasse. Genau, und draußen sind quasi die Vermieter, also die wohnen über uns und haben quasi, und der Garten gehört halt noch denen. Genau, aber wir können uns halt auf der Terrasse aufhalten. Genau. Es ist fantastisch. Es ist super schön hier und das Wetter ist gerade super schön. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Donnerstag, es ist gerade 8:30 und wir machen uns gerade ready. Also wir sind schon ready. This is the fit, weil wir gleich losgehen. Wir haben heute einiges vor. Wir wollen ins Atelier de Lumière und zu Notre Dame und noch so ein paar andere Sachen. Wir wollen in die Straße von Emily in Paris und dann mal sehen. Wir haben auf jeden Fall einiges vor. Wir machen uns gerade fertig. Ich wollte euch die Terrasse mal zeigen. Die ist super schön. Deshalb machen wir jetzt los mit der Metro in die Innenstadt. Also, ja. Das
Hallihallo, wir sind wieder in unserem Airbnb, weil wir fertig sind, also mit unserer To-Do-Liste und mit, also es war anstrengend. Es ist jetzt 6:45 oder so und wir werden uns dann jetzt um was zu essen kümmern. Wahrscheinlich, wir werden jetzt aber erst duschen gehen, weil wir schwitzen und es war sehr anstrengend und warm und wir sind sehr viel Metro gefahren und es ist eklig, alles. Wirklich. That's the plan. Wir haben sau viel heute gemacht. Wir sind erst zu dem Platz von Emily in Paris gegangen, also da bei diesem Haus mit dem Café und halt diesem Bohnen. Dann sind wir zum Shakespeare and Company gelaufen und haben uns dort ein bisschen umgeguckt und haben 2 Jutebeutel gekauft, also jeder einen. Und das war sau schön. Dann sind wir halt gleich gegenüber zum Notre Dame gelaufen und haben uns danach noch das Rathaus angeguckt und waren dann im L'Atelier de Lumière. Das war super, super schön, also 10 out of 10 recommend. Das waren halt 2 Künstler, Kandinsky und ich habe den zweiten vergessen. Und da war quasi die Kunstwerke von denen so als Lichtershow durch den Raum geleuchtet und dazu halt Musik eingespielt. Und das war sau, sau schön. Genau, und dann haben wir uns noch die Galerie Lafayette angeguckt und sind da auf die Terrasse gegangen und waren dann noch beim Sacré-Cœur. Und dann sind wir wieder hergefahren. Also es war sau anstrengend. Wir sind halt wirklich sehr viel Metro gefahren. Aber es war super, super schön. Wir hatten auch richtig gutes Wetter. Vielleicht ein bisschen zu warm, aber wir wollen uns mal nicht beschweren. Ne? Es könnte auch regnen. Genau. Ja, jedenfalls sind wir jetzt sehr, sehr fertig und ich freue mich sehr aufs Essen. So, wir haben uns jetzt entschieden, Sushi zu holen. Also, das haben wir eigentlich schon gestern entschieden. Und jetzt holen wir das, wir haben bestellt und essen das dann bei uns auf der Terrasse, weil wir zu fertig sind, um in der Öffentlichkeit zu essen. Genau. Und eine Cola wollen wir uns holen. Ja, das ist der Plan. Wir freuen uns. Guten Morgen. Wir laufen jetzt gerade wieder zur Tram und zur Metro, weil wir jetzt wieder in die Stadt fahren. Wir haben heute Freitag. Das ist quasi unser letzter Tag hier. Und wir haben heute noch mal einiges vor. Wir wollen jetzt zuerst mal zum Louvre fahren. Und ich habe ein bisschen vergessen, was wir dann machen wollten. Ich weiß, dass wir zum Eiffelturm wollen und zur Champs-Élysées. Und dann wollen wir auch später nochmal zum Emily in Paris Platz, weil wir gestern erfahren haben, dass die jetzt wieder anfangen zu drehen. Und irgendwie hoffen wir, dass wir die so ein bisschen treffen. ja, jetzt laufen wir erstmal zu den Öffis und fahren in die Stadt rein. Genau. So ihr Lieben, wir waren jetzt im Louvre, sehr lang, es war ein Labyrinth, also wow, hat mich auch dezent gestresst, wie unübersichtlich das teilweise war, aber es war sehr schön, man hat so die wichtigsten Werke auch mal gesehen, die da sind, finde ich ganz cute. Und jetzt haben wir uns ein bisschen Snacks geholt, also ein Croissant und ein paar au Chocolat und 2 Nektarinen und jetzt werden wir uns vor den Eiffelturm setzen und das dann snacken. Richtig klischeehaft, aber ich lieb's einfach, muss ich sagen. Genau.
Guten Abend, meine Freunde. Wir sind wieder im Airbnb seit mehreren Stunden. Ich glaube, wir waren gegen 5 schon wieder hier, weil es unglaublich angefangen hat zu regnen. Wir hatten, wie ich euch gezeigt habe, eine super schöne Käseplatte. Und jetzt liegen wir im Bett und werden einen Film gucken. Ja, wir haben auch schon gepackt. Ich habe mich nochmal geduscht. Und das Wetter ist jetzt auch wieder schön, was ein bisschen nervig ist. Aber ja, wir schauen jetzt den Film. Genau. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag, es ist soweit. Wir sind gerade am Auschecken, also wir packen unsere Sachen. Beziehungsweise haben sie jetzt gepackt und machen uns jetzt gleich los. Weil wir dann zur Metro müssen, um zum Hauptbahnhof zu kommen, beziehungsweise halt zu unserem Bahnhof. Genau, und unser Zug geht 7 Uhr irgendwas. Und wir wollten so ein bisschen eher da sein. Und ja, ich kann jetzt nicht so viel reden, weil wir jetzt wirklich bald los müssen. Genau. Hi, ihr Lieben. Wie ihr seht, ich habe vergessen zu filmen. Es ist mittlerweile auch über eine Woche später. Also, ich bin schon wieder eine ganze Weile hier in Bamberg und war auch schon wieder auf meiner nächsten Reise. Jedenfalls sind wir an dem Tag gut angekommen, beziehungsweise bin ich dann noch von Bamberg weiter zu mir, zu meinen Eltern gefahren, weil ich da was abholen musste und sich kein anderer Zeitpunkt angeboten hat. Und bin dann quasi einen Tag später zurück nach Bamberg gefahren. Und jetzt bin ich hier, eine Woche später, und schneide das Video und habe festgestellt, dass ich kein Outro gedreht habe und dachte mir, das mache ich noch schnell. Jedenfalls danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut bei einem meiner nächsten Videos vorbei. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ja, wie bereits gesagt, ihr könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, gerne meinen Kanal abonnieren und einen Kommentar schreiben. Und sonst sehen wir uns vielleicht in einem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.